So, der heutige Part überrascht uns mit dem Kanalrohr-Terror. Jetzt geht wieder richtig die Post ab. Mit dem Fahrzeug kann man die Wespen eigentlich erledigen, aber wenn man unglücklich aufkommt, dann nimmt man selber Schaden. Was ist das eigentlich für ein Gefährt? Ich erkenne es irgendwie nicht so richtig. Levels, in denen man keine Pausen einlegen kann, mag ich nicht. Man darf bloß keinen Käfer verpassen. Sonst kann man den Geheimgang knicken. Zum Glück kenne ich die Hindernisse einigermaßen auswendig. Von unten sieht mein Fahrzeug schon ein bisschen aus wie ein Schlitten, aber es ist keiner. Der könnte sich auf diesem Boden sicherlich nicht bewegen. Der würde doch total zerkratzen. Das ist die gefährlichste Passage im Level. Wenn man in die Lücken fällt, kann man noch herausspringen, ohne Schaden zu nehmen, aber das ist nicht so ganz leicht. Gleich sollte auch Schluss sein. Dieser Level ist nicht furchtbar lang, aber auch nicht leicht. Komisch. Warum ist das Ding denn in Holzscheiben zersplittert? Irgendwie unerklärlich. Man sollte besser Kiddy Kong nehmen, um über das Loch zu springen. Rege Säge. Sobald man am Ende angekommen ist, gibt es auch kein Zurück mehr. Jetzt bezogen auf den letzten Level. Obwohl das hier genauso ist. In dem Level wünschte ich manchmal, ich müsste einen anderen Knopf drücken, um Fässer in die Hand zu nehmen. Vorsicht! Auch wenn ihr von der Säge verfolgt werdet, haltet euch nicht zu weit oben auf, sonst kann es passieren, dass ihr auf unerklärliche Art und Weise hinunterfallt. Und dann wird es schwierig, unverletzt zu bleiben. Ich wage es nicht, nach unten zu sehen. Ich finde, das hier ist der Level, in dem der Coin am miesesten versteckt ist von allen. Wenn da jemand anderer Meinung ist, kann er es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Seht ihr auch das Sägemehl? Ich habe auch schon mal mit Sägen gearbeitet. Dass ich damals in der 5. Klasse im Technikunterricht mangelhaft abgeschnitten habe, das lag nicht daran, weil ich es nicht konnte, sondern weil ich einen Lehrer hatte, bei dem man echt nicht den Hauch einer Chance hat, auch nur ansatzweise bessere Leistungen zu bringen. Das war knapp. Das ging gerade noch mal gut. Schnapp dir 15 Bananen. Wir berühren direkt ein Unverwundbarkeitsfass und müssen auf der Säge herumturnen. Komisch, dass die Unverwundbarkeit dauerhaft anhält. Das hier ist aber nicht schwer. Auch wenn man zu wackelig ist. Besser gesagt, der Raum ist zu wackelig, nicht die Affen.
da. Bei der Banane müssen wir uns fallen lassen. Ach, scheiß auf die eine Banane. Mit welchem Affen geht das besser? Ups. Die Bananen lasse ich mal lieber. Bis gleich.